Dieses Video gibt einen Überblick über die Lernsoftware, die auf den LabDoo-Rechnern vorinstalliert ist. Man findet sie unter Education. Da sind sehr, sehr viele Lernprogramme, aber es gibt auch noch viele andere Lernspiele, Grafikprogramme, Internetzugang, Office-Projekte für Word, E-Mails, Programmierübungen, Sound, Video. Für Schwerbehinderte, Blinde oder Sehbehinderte gibt es also auch entsprechend Zugänge und Systemprogramme, um das System einzustellen. Als Beispiel rufe ich mal das J'ai compris auf. Das ist eine Spielesammlung von ca. 100 Lernspielen. Zielgruppe ist dieses Vorschulalter, so 4, 5, 6 Jahre. Es gibt spielerischen Eindruck, wie funktioniert der Computer, wie funktioniert eine Maus, Lernspiele, Rechnen, Lesen, Lernspiele auch sehr viele und dann zum Beispiel Zahlen, B-Zahlen üben, indem man dann etwas kaufen muss, mit Geld, Scheinen und Münzen zusammenklicken muss, ein Betrag von 7 Dollar in dem Beispiel. Wenn man es richtig macht, dann lacht der Clown, ansonsten weint er. Es gibt dann verschiedene andere Programme noch in dieser Sammlung, aber das wird jetzt zu weit führen. Ein anderes Beispiel aus dem LibreOffice-Umfeld, der Writer, entspricht in etwa dem Word-Programm. Man kann dort die normalen Dinge machen, Briefe schreiben, Grafiken ergänzen, diese Dinge machen, also ein sehr leistungsfähiges Tool. Man kann über diese Systemprogramme Drucker ergänzen, man kann den Monitor, die Auflösung anpassen, Netzwerkzugänge konfigurieren, also das ist sehr leistungsfähig. Man sollte dann nur bei Apply und Save darauf achten, dass das, was man geändert hat, auch abgespeichert wird. Wenn man zur Taskleiste unten noch etwas hinzufügen möchte, geht das genauso. Das sind die vorinstallierten Objekte. Man kann dann noch weitere Funktionen in der Taskleiste ergänzen, anklicken und entsprechend verschieben innerhalb der Taskleiste. Oder auch die Funktionen aufrufen zu den einzelnen Programmen, CPU-Belastung, Netzwerk-Traffic oder an- und abmelden. Mit dem Software Center kann man bequem weitere Software installieren. Man kann dann also aus einem Pool von fast 80.000 Programmen schöpfen. Die abgehakten Tools sind installiert. Man bekommt auch zu jedem Programm eine kleine Beschreibung, Bewertung. Also das ist sehr, sehr komfortabel gemacht. Nach Themen geordnet findet man dort also eine Vielzahl an Programmen. Es gibt noch ein zweites Tool, das aus Sicherheitsgründen auch mit da drauf ist, Synaptic, ein etwas technischeres Tool, um Software zu installieren. Wenn man also unter dem Ubuntu Software Center nicht fündig wird, kann man also mit diesem Synaptic Tool auch weitere Programme installieren. Als Beispiel Skype, dann filtert er, zeigt alle Module an. Dann kann man das Skype-Programm anklicken, Mark for Installation. Dann wird gezeigt, was noch nachinstalliert werden muss dafür. Und dann mit Apply und dem Systempasswort kann man das entsprechend installieren lassen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung beim Video, weil das Ganze würde sonst zu lange dauern. Es wird dann zunächst runtergeladen, dann startet die Installation. Das wird jetzt einige Minuten dauern, je nach Rechnerleistung. Das warten wir allerdings dann nicht ganz ab. Deshalb gleich der kleine Sprung. Parallel kann man auch Dinge machen. Das ist also auch
ganz sinnvoll. Man kann also, während ein Programm läuft, durchaus schon, wenn der Rechner das von der Leistung her bringt, auch andere Programme dann dazu parallel laufen lassen. So, die Installation ist jetzt fast komplett. Dann kann man das Programm beenden und könnte jetzt weitere Programme nachinstallieren. Wenn zum Beispiel Skype jetzt installiert ist, kann man es Add to Desktop, man kann es auf dem Desktop als Icon ablegen, dann findet man das Programm leichter und hat einen direkten Zugang. Man kann auch Programme direkt aufrufen, wie zum Beispiel das Hard-Info-Programm. Das gibt eine sehr gute Übersicht über die Programme. Im Summary sieht man also zusammengefasst die wichtigsten Daten und dann kann man gezielt nach Betriebssystem, nach Filesystem, nach Bildschirm, Prozessorinformation und so weiter dann suchen. Also eine sehr detaillierte Information zu der eingesetzten Hardware und installierten Treiberumfang. Wenn mehrere Prozessoren installiert sind, muss man einen anklicken, dann sieht man also die Details. Hier sähe man jetzt übrigens auch mit PAE oder Nicht-PAE-Unterstützung, ob die CPU das beherrscht. Man kann auch Benchmarks-Tests laufen lassen und und. Also man kriegt hier sehr viel Informationen über Netzwerk. Das ist also ein sehr, sehr gutes Programm, das auch mit den Skripten und mit dem Cloning sofort installiert wird.